herzlich willkommen auf unserem Channel, die Nachtzentrale. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Erntezeit bei den Äpfeln ist ja heuer mega gut und viele wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Obst. Deswegen haben wir gedacht, wir zeigen dir jetzt mal unser Apfelstrudelrezept. Natürlich mit einem selbstgezogenen Strudelteig und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für deinen Strudelteig brauchst du Wasser, Mehl und Öl. Gib dein gesiebtes Weizenmehl, dein lauwarmes Wasser und dein Öl in deinen Rührschüssel. Lass alles verkneten, bis sich ein homogener Teig gebildet hat. Jetzt wiegst du ihn in 200 Gramm Stücke ab und schleifst sie dann. Nun kannst du sie auch schon mit Öl bepinseln und dann in Frischhaltefolie einpacken. Für deine Apfelfülle schälst du zuerst deine Äpfel. Dann entfernst du das Kerngehäuse und schneidest sie dünnblättrig auf. Jetzt wird die Apfelfülle noch abgeschmeckt. Verwende dafür nach Belieben Zucker, Mandeln, Rosinen, Rum, Zitronensaft und Zimt. Rühr jetzt noch einmal gut durch, damit sich die Zutaten gut vermischen. Bereite dir auch schon mal deine geschmolzene Butter und deine Butterbrösel vor. Zum Strudeln brauchst du nun deinen zimmerwarmen Strudelteig, etwas Öl, die Apfelfülle, die zerlassene Butter und deine Butterbrösel. Gib zuerst deinen Strudelteig auf ein bemehltes Strudeltuch oder auf ein Geschirrtuch. Gib noch etwas Mehl auf deinen Teig und roll ihn dann vorsichtig mit dem Nudelholz aus. Jetzt noch mit etwas Öl bestreichen und dann kannst du ihn schon vorsichtig ausziehen. Die Ränder werden dann vorsichtig abgedreht, damit nicht zu viel Teig im Apfelstrudel ist. Anschließend noch mit etwas Butter beträufeln und dann kommen auch schon die Butterbrösel und deine Apfelfülle darauf. Jetzt werden die Ränder eingeschlagen und dann wird dein Strudel auch schon eingerollt. Setze ihn dann vorsichtig mit Hilfe von deinem Strudeltuch auf dein vorbereitetes Backblech mit Backpapier. Den überschüssigen Teig vorne und hinten kannst du dann einfach abdrücken. Anschließend wird dein Apfelstrudel noch mit deiner Butter bestrichen und dann kommt er auch schon in den Ofen. Gib ihn bei 200 Grad in den Ofen, bis er leicht anfängt braun zu werden. Dann bestreichst du ihn noch einmal mit Butter und lässt ihn noch bei 190 Grad fertig backen. So, fertig ist unser Apfelstrudel. Wir hoffen, dir hat das Rezept gefallen. Gib uns doch auch einen Daumen nach oben und schreib uns in die Kommentare, wie dir das Rezept gefallen hat und was für Strudel du immer so machst. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und natürlich, wenn dir unser Channel gefällt, freuen wir uns auch mega über dein Abo. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Freitag. Tschüss! Ja, passt. Jetzt mache ich Topfenstrudel.